Mein Name ist Stefan Ginder. Sie fragen sich jetzt sicherlich, warum liest er ab? Kennt er seinen eigenen Namen nicht? Doch, ich kann ihn sogar schreiben. Ich liebe klare Gedanken und ich möchte sie nicht mit Worthülsen langweilen. Das können gerne meine politischen Mitbewerber übernehmen. Ich bin kein Berufspolitiker, sondern ich arbeite in einem richtigen Beruf und das bleibt auch so. In meinem Beruf kommt es im Wesentlichen darauf an, Risiken zu erfassen, zu beurteilen, um dann mit anderen Menschen gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Ich arbeite nach der 1-2-3-Methode. Erfassen, auswerten, entscheiden. Und ich habe mir Gedanken gemacht und diese niedergeschrieben. Jetzt kommen Sie ins Spiel. Ob die AfD für Sie in Waldeck-Frankenberg in den nächsten kommenden 5 Jahren in den Kreistag zieht und in Ihrem Sinne handeln kann, hängt im Wesentlichen von Ihnen ab. Wenn Gedanken nicht Ihre Haustiere sind, wählen Sie einfach so weiter. Überlassen Sie auch die Kommunalpolitik weiter denen, die als verlängerter Arm der Bundes- und Landespolitik einfach so weitermachen, weil sie von ihnen gelassen werden. Stellen Sie sich Fragen, warum Sie in den letzten 5 Monaten eingesperrt und eine Maske tragen mussten. Fragen Sie sich auch, warum die Wirtschaft eingesperrt wurde. Fragen Sie sich auch, warum das gemacht wird, welcher Plan dahinter steckt. Fragen Sie sich auch, wann die Pleitewellen und Insolvenzen unser Land erschüttern werden. Fragen Sie sich auch, wer für die Kosten dieses perfiden Plans aufkommen wird. Fragen Sie sich auch, wer hier gewillt ist, in der Kommunalpolitik eine andere Position einzunehmen, um den besonders hart Betroffenen zu helfen. Fragen Sie sich auch, warum lassen wir das mit uns alle machen? Wenn ich die letzten fünf Jahre Kreistag zusammenfasse, sozusagen die Probezeit für unser politikunerfahrenes Team, sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Nun möchte ich Ihnen jetzt nicht das Gedicht von Hermann Hesse näher bringen, aber Stufen haben wir auch erklommen. Zunächst wollte man uns in den Parlamenten ja stellen. Ich kann Ihnen sagen, hat nicht funktioniert. Wir haben teilweise so gute Gedankenansätze, zum Beispiel für den Haushalt, dass diese entweder in einem späteren Jahr ihren Ansatz finden oder wie bei der diesjährigen lautlosen Haushaltsdebatte vom Landrat als gleichlautender Antrag eingebracht wurden. Natürlich wurde sein Antrag angenommen und der Antrag der AfD abgelehnt. Sie werden sich wundern, warum ich von einer lautlosen Debatte gesprochen habe. Die letzte Kreistagssitzung in Mengeringhausen wurde tatsächlich ohne Redebeiträge geführt. Sie müssen sich das mal überlegen. Keine Debatte, alle Fraktionen haben die Redebeiträge als Dokumentation zu Protokoll und an die Medien gegeben. Wenn ich an die Sitzung denke, erschaudert es mich schon. Es war, als legte sich die unsichtbare Hand der Diktatur des Schweigens über dieses Parlament. Wenn Sie unsere Redebeiträge später auf YouTube hören, werden Sie die gleiche Sachlichkeit feststellen, mit der wir uns in den letzten 5 Jahren in diesem Kreistag verhalten haben. Für mich und meine Fraktion habe ich für die nächsten 5 Jahre die Einführung eines digitalen Haushaltes für die Kreisverwaltung auf dem Plan. Stellen Sie sich vor, im jetzigen Haushalt ist es nicht möglich, Fremdleistungen, so zum Beispiel Beraterhonorare oder andere Dienstleistungen, ganzheitlich abzubilden.
Immerhin handelt es sich um einen 243-Millionen-Haushalt. Da möchten wir für Sie schon genauer hinsehen. Was und vor allem bei wem solche Fremdleistungen eingekauft werden. Wir möchten es so transparent, dass auch Sie als Bürger sich ein Bild davon machen können, was mit Ihrem Geld passiert. Bei einem solchen Haushaltsvolumen möchten wir auch die Ausgaben in den kommenden Jahren kritisch hinterfragen. Wir müssen uns auch überlegen, für was geben wir unser aller Geld aus. Dienstleistungen, die in keinem Kosten-Nutzungs-Verhältnis stehen, müssen wir überdenken und notfalls abschaffen. Denn wir brauchen unser Geld für die, die jetzt durch die Corona-Pandemie besonders hart getroffen werden. Das ist vor allem in unserer heimischen Wirtschaft die Gastronomie, Hotellerie, aber auch Friseure und die Landwirte, die seit Jahren durch die desaströse Regierungspolitik auf der Verliererseite stehen und die durch die Bürokratie drangsaliert werden. Wir werden lieber von Kreisseite mit Wirtschaftshilfe unterstützen, anstatt mit weiteren Verwaltungsprunkbauten. Wir werden es nicht zulassen, dass hier eine gefährliche Schieflage entsteht. Denn wenn uns eins Corona gezeigt hat, ist es durchaus möglich, in der Verwaltung von zu Hause aus zu arbeiten. Das spart Ressourcen und ist auch umweltschonend. Zusammenfassend möchte ich sagen, wir haben unsere Probezeit gut überstanden. Wir sind gerüstet für die kommenden 5 Jahre Kommunalpolitik. Sie werden sich sicherlich fragen, warum macht der das? Ich mag authentische Menschen, die haben keine Ladekabel. Wir sind ein gutes Team, mit dem ich gemeinsam etwas für Sie bewirken kann. Natürlich habe ich auch vorher meine Frau gefragt. Und die hat gesagt, mach das, du kannst das. Es gibt nur wenige wie dich, die auch etwas bewirken wollen. Und ich habe mich natürlich auch gefragt. Und da sind wir wieder, wie anfangs, bei den Gedanken. Da war der Gedanke, was erzähle ich meinen Enkeln in 15 Jahren? Wenn Sie unser Heute als Geschichte bewerten. Opa, was hast du eigentlich in der Zeit gemacht? Also, lassen Sie mich nicht so schlecht vor meinen Enkelkindern in der Zukunft dastehen, und wählen bei der Kommunalwahl 2021 einfach mal die AfD, wenn Sie Antworten auf Ihre Gedanken bekommen haben. Keine Experimente, AfD und nichts anderes.